So, Freunde, und da seid ihr wieder back zu meinem fünften Part des Let's Collects. Man, ich drehe doch nicht mal die Kamera, aber ich mache jetzt mal die Playlist an. Ja, und jetzt, ich bin noch mal ganz schnell zur Zora-Quelle zurück, weil ich habe vergessen, hier mal mir eine Scooty zu holen. Die holen uns jetzt mal. Ja, zapp. Weggeschmissen und bauen. So, wie geil. Und hier einfach reinstürzen. Was ist denn hier los? Ist das hier drin? Magic und Pfeile, das ist cool. Das kann man ganz gut brauchen. Ja, hier verpiss dich. Und du auch. Oh, da kommt der nächste Soundtrack. Ah, schön. Oh, Okami, wie geil. Was? Könnte eventuell, ich bin mir noch nicht sicher, so heute der letzte Part meines Let's Collect sein. Boah, so viele Herzen. Oh Gott, wartet mal, Freunde. Ich glaube, es ist nicht nachts. Fuck, das ist jetzt doof. Huch, ja, sehr schlau. Das hatte ich nämlich schon mal, Freunde, und passt mal auf, wenn ich jetzt hier die Hymne der Sonne spiele, denn ist das kacke, weil tatsächlich, ich beschleunige mal über nebenbei so ein bisschen meinen Emulator, das ist fällig. Ja, Tatsache, ich werde wieder zurückgeblieben. Freunde, jetzt mache ich das mal ein bisschen mit Tricksen, ne? Wo war denn der Eingang? Eingang. Ah, da oben. Da fliege ich jetzt einfach mal hoch, Freunde. Nochmal Lust habe ich da nicht unten durchzukriechen. Ich hab's jetzt tagsüber einmal gemacht. Ist natürlich ein bisschen mistig. Ist egal. So, jetzt. Du bist erstmal dran. Wow. So, du bist das nächste hier, Spinnenvieh. Was? Da, 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 dum, 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 dum. Eine neue Scooty, Freunde. Sehr schön. Huch. Ein paar Lecks, die machen mich weg. Mit einem Klecks. Jetzt fliegt er mal hier. Scheiße, voll die Beine weggekloppt. Übel. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Skulpturen fehlen jetzt noch. Habe ich jetzt gemacht, Freunde? Ich würde sagen, wo ich als nächstes hingehe, weiß ich auch schon. Und zwar. So irgendwie so. Nee, genau so war's. Das Minöt des Waldes, weil in den verlorenen Wäldern habe ich noch einen, sehe ich hier gerade. Da, 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 im Kokiri war auch noch einer. Und in Kakariko fehlt auch noch. Also, also Freunde, es fehlen nur noch 4 Herzteile zum Beginn des Parts 5, ja. Das ist ganz wichtig, wollte ich mal so erwähnen. Da, da, da. Ach, du schon wieder. Ja, kannst mich mal. Freunde, sind wir cool oder was? Hast du schon mal ein Schwert im Arsch gehabt? Ja, oh, nochmal, hier. Ah, schön weggeschlitzt, Freunde. So, ich glaube, die habe ich gemacht hier. Ja, die habe ich gemacht, genau. Ach, die Mucke ist so geil, Freunde. So, in den verlorenen Wäldern noch eine. Und dann sehe ich auch gerade Wüstenkoloss und Gerudo-Tal fehlen sogar noch 2. Bam, 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 bam. So, da muss ich lang. Kurz orientiert und schon wieder alles gecheckert und so. Alles voll easy peasy, Alter. So, genau, hier muss ich rein. Und dann einmal schwutz hochgeflogen und da ist die Scooty, Freunde. Was? Und ich könnte hier sogar noch, wenn ich das mit den Masken mache, hier noch die extra Deko-Stäbe und Deko-Nüsse-Tasche holen, aber ich glaube, nee, das mache ich wirklich nicht mehr. Das ist mir dann doch zu much und so, ne? Da. Ah, Freunde, der Soundtrack ist so schön episch. Der macht Bock auf Zelda. Aber auch auf Okami irgendwie. Ich finde, Okami hat sowieso ziemlich viel von Zelda und so, also. Ja, da hat Nintendo ein bisschen schlawinert, würde ich sagen. Aber sehr cool schlawinert. So, und hier ist jetzt auch noch irgendwo eine Scooty. Und ich glaube, ich weiß sogar, wo die ist. Bam, bam, badabam, bam, badabam. So, und da ist er nämlich, Freunde. Beim letzten Mal, wisst ihr, habe ich jetzt Fanerjunge da gesucht. War der falsche Ort. Ist ja kein Ding. Jetzt habe ich sie doch drinne, Mann. Immer ein bisschen Rasen mähen. Ja, ja, du wolltest doch hier ein bisschen Hilfe, ne? Da, 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 da. So, dann habe ich das jetzt gemacht, das gemacht und. Kakariko muss ich auch noch. Ah, zum Friedhof muss ich sowieso, das ist eine gute Idee. Oh Gott, wie geht die Nachtturm des Schattens rein? Das muss ich gucken. Bam. Bam, 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 bam. So, links, rechts, rechts, links, rechts, runter. Das A habe ich gerade vergessen. Links, rechts, rechts, A, links, rechts, runter, genau. Die Nachtturm des Schattens, Freunde. Weil da kann ich mich gleich zum Friedhof und noch eins der vorletzte Herzteile holen.
Nämlich mit Boris, dem Totengräber, racing hier. Also ihr wisst schon, wir müssen nochmal gegen den alten Knacker racen. Und unter eine Minute schaffen, dann kriegen wir noch ein Herzteil. So, warte mal. Ich glaube, ich weiß sogar, welches Grab das war. Das mache ich mal als erstes. Nehme ich das hier. Oh, ey, du Pennermann. Was? Tja, was der Rotter. So, Freunde, aber... Ja, ja, nee, will ich nicht. Was, du hast deine Irre nicht gefangen? Wollte ich gar nicht. Scheiße. Genau, Gakariko ist noch eine Skulptur offen, aber erstmal mache ich hier Friedhof das Herzteil. Ne, pures Du, Totenschleimi. Ja, Mann, dich schaffe ich doch mit Cheaten ganz locker. Feuerfreunde. Dam, dam, dam. Scheiße. Bastard, Alter. Da lang. Ich schaffe es, Freunde. Ah, schön. Huch, wo ist er denn? Nicht den Rubin nach, ihm nach. So, hier mal ein bisschen rumcheaten. Da ist er, Freunde. Ich hab ihn gleich. Na, ja, wusste, du legst wieder Feuer ab hier, du Spacken. So, jetzt cheate ich mich nämlich hoch. Das geht nämlich schneller als laufen. So, guck mal hier, kann fliegen, du Bengel. Ist ja fies. Ist das fies? Ich hab es euch geschafft. Ja, die Zeit beträgt 1, 2. Du bist ja wieder da, Junge. Hat mir mal dein Geschenk etwas genützt? Ja, toll. Das war nicht das Herzteil, Freunde. Scheiße! Doof. Hey, warum nicht? Aber ich hab's doch geschafft. Vielleicht liegt es daran, dass ich eine Emulator-Bestellung drin hab. Das wäre ja durchaus möglich. Oh, Gerudo-Tal, cool. Das würde jetzt natürlich gut zum Gerudo-Tal passen. Okay, Freunde, hol ich mir erstmal die School hier. Das muss ja auch sein. Uppala. Und da ist er, Freunde. Cool, werdet nie oben versteckt, ey. Was? Und zack. So, Gebirgsfahrt sind auch noch zwei. Ich will das jetzt aber erst am Friedhof machen, mein Freund. Ich brauche die Herzteile. Ach, schön. Vielleicht soll ich es mal ohne Emulator-Bestellung machen. Vielleicht läuft der dann, weil vielleicht laufe ich zu langsam und die Zeit ist zu schnell. Ich bin mir nicht sicher, echt. Ich werde es schon wie schaffen. So, dann würde ich sagen, mal ganz kurz die Emulator-Bestellung mal aus. Ja, das ist ein Ziellink. Ach, schön. Ach, schön. Einmal den Sound, dass man was richtig gemacht hat. Jetzt stampfe ich den alten Oberplatt. Feuer. Nicht reinspringen, Link. Dankeschön. So, jetzt, ich muss laufen. Rüberlaufen. Schnell, Link. Ah, ich wusste, hier kommt wieder Feuer, du Stinker. Ey, was ist ein Rad ab? Aber es ist coole Mucke, die ist schön episch. Die passt gerade zu dem Wet Racing hier. Bleib doch mal stehen, Opa! Wow. Spuck mir kein Feuer vor die Füße. Denn du hast Stinkefüße. Da geht er lang, da geht er lang, da geht er lang, Freunde. Und schon wieder mal wechselt der Soundtrack. Die sind alle so kurz irgendwie. Ich glaube, ich muss mal Extended-Dinger dafür suchen, weil es ist immer so eine Bezeichnung für Lieder, die immer extrem übertrieben. Scheiße. Huch, achso, Gerudo Valley hat so ein stilles Ende am Ende. Also stilles Ende am Ende. Das war auch gerade sehr logisch. Das sieht schlecht aus, Freunde. Ich frage mich mal, wie man das schaffen soll, wenn man hier hochläuft. Das geht doch gar nicht, oder? Schnell! Vor unter eine Minute noch! Oh, geschafft, Freunde. Unter eine Minute muss man nicht schaffen. Ey, Freunde, ich wechsle mal ganz kurz den Soundtrack. Das geht ja gar nicht. Da, da, das Ocean-Thema aus Wind Waker. Cool. Ey, Mann, du hast ja wieder da, Junge. Wie? Ah, da, Freunde, das ist mein Herz. Oh, schön, und drei Stück noch. Yeah, das ist nice. Dam, da, da. So, und jetzt wieder hoch, wie immer. Ups. Bam, 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 bam. Ah, schön, Freunde. So, jetzt kann ich auch wieder Emulator bestellen. Und jetzt geht's wieder ein bisschen schneller hier. Geh weg. So, jetzt habe ich ja ganz schön viel Zeit für den komischen Friedhofs-Junkie hier verschwendet. Ist ja nicht so schön. So, Gebirgsfahrt muss ich auch noch was machen, Freunde. Wie viel Skulptur das zeigt er mittlerweile? 95, ja, ist ja nice. Nur 5 Stück? Wirklich schön. 5 Stück fehlen nur noch. Eins ist im Wüstenkoloss, zwei sind im Gerudo-Tal und zwei auf dem Gebirgsfahrt, Freunde. Cool, denn sind noch zwei Herzteile in der Hylianischen Steppe, Bla-Keks.
Dam, da, da, da. So, wo sind hier die Herzteile? Ach, die Skulltulas hin. Ich glaube hier oben. So, hochfliegen, Freunde, weil hier oben ist nämlich, glaube ich, einer davon. Da, 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 da. Ja, genau, okay, dann weiß ich, wo die sind. Huch. So, jetzt brauche ich mal wieder den Stahlhelm, Freunde. Lange, lange ist her, dass wir den mal benutzt haben. Da, 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 da. Watz und Knacks. Ha, hey, Skulli, wie geht's so? Watz, hey. Dankeschön. Nehme ich doch gerne mit. Ja, dann bleib ich fit. So, mal gucken, kann ich hochfliegen? Das wäre sehr günstig. Jetzt kommt wieder der Lava-Scheiß. So ein Mist. Oh, nee, doch nicht. Warum kommt denn keine Lava, Freunde? Weil wir den Feuertempel absolviert haben? So, Freunde, und hier ist abends irgendwo eine Skulli. Ich glaube, hier war das. Die Hymne der Sonne hilft mir da weiter, damit nachts ist. Denn kommt die Skulli mit mir mit. Ah, da ist sie, Freunde. 97 Skulltulas. Es wird immer kompletter hier. So, du ein Herz heißt noch in Gerudo Valley, Freunde. Das würde ich sagen. Einmal den Wüstenkoloss. Irgendwie so. Nee. Ach nee. Ah, ich wollte mal ein bisschen originalgetreu machen gerade. Da, 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 da. Ey, ich habe jetzt richtig Bock auf mehr Zelda-Let's Plays, aber naja, ohne Grabber, was man machen, ne? Whoopala! Hey, wo kommt ihr denn her? Ihr geht mir schon wieder auf den Sack. Das ist doch voll der mistige Kack. Und, was haben wir jetzt als Soundtrack? Jetzt bin ich ja nur gespannt, was jetzt kommt. Hm? Na? Wechsel doch mal. Ich glaube, nee, noch nicht. Ah, The Hidden Village aus Twilight Princess. Auch einer der geilsten Soundtracks. Und wie habe ich gemerkt, ich habe so für Soundtracks, die so ein bisschen spanisch angehaucht sind, eine Schwäche. Ich merke das gerade beim Bleach gucken. Also, wenn euch der Anime was sagt, dann, also wirklich nur an die Fans, die verstehen das. Der Rest leider gerade nicht. Wäre doch, das ist eine prima Animation, mal auch mal ein Anime zu empfehlen. Ist ein ganz cooler Anime, finde ich. Huchala, wo spring ich denn? So, Freunde, ich würde sagen, dann laufe ich mal raus aus der Map hier, weil vielleicht, ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich dadurch im Gerudo-Tal oder erstmal an der Gerudo-Festung ankomme, wenn ich mich jetzt hier verlaufe, weil sonst muss ich irgendwie von irgendwo, wo ich mich hin teleportiere, dahin reiten. Das könnte eine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Darauf habe ich keinen Bock, da, da, verlauf dich link, yeah, denn komm in der Gerudo-Festung an. Und, ich glaube, ich habe Pech, Freunde. Nee, ich muss irgendwie anders dahin kommen. Scheiße, das ist ja jetzt blöd. Mist, Mann. Ich glaube, dann nehme ich mal einmal die Serenade des Wassers. Vom Hylia See kommt man ganz gut dahin. Und dazwischen euch ist noch ein Loch. Ja, da muss ich auch noch eine Skulli abstauben. Wie kann ich dann durch... War ein Herzteil? Ich weiß es nicht. Nee, Skulli ist ja jetzt muss noch Gerudo-Tal. Da sind nur noch zwei... zwei Skulltulas und nur noch drei Herzteile, Freunde. Ist das episch hier. Also der Part wird langsam das Komplette. Das ist schon ziemlich komplett... Aber auch ziemlich fett. Da, da, da. Hier ein bisschen Naruto übers Wasser laufen. So skusch, 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 skusch. So, ne? Hey, ich bin da mal gucken. Warte mal, Freunde. Jetzt Cheating Move. Ja, oh, scheiße. Jetzt wollte ich aus der Luft so einen schönen Sprunghepper machen und den da voll durchs Wasser schlitzen. Aber hat wohl nicht geklappt. Ey, wartet mal, Freunde. Wenn ich fliegen kann, dann könnte ich doch ja nicht abkürzen. Na, ich muss sowieso auf die Hylianische Steppe. Scheiße. Verdammt nochmal. Da, 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 da. Tja, dann muss ich nochmal in alle Dungeons rein, Freunde. Das ist zwar bei den Amulett-Dungeons nicht so schwer, weil man da ja einfach bloß die Teleporter-Musik braucht, aber hier Yabu Yabu und so muss ich nochmal machen und das ist richtig scheiße. Oh, Stone Tower Tempel, geil, woo! So, und ich glaube, der Baum war es hier. Oder war es das Loch da direkt? I don't know, Freunde, ich guck einfach mal. Nee, das war's bestimmt nicht. Oder, warte mal, nee, das war doch hier in der Mitte, in dem Loch, genau. Ach, ich mag die Stone Tower Tempel Musik. Ich freue mich schon richtig auf mein neues Majora's Mask Let's Play. Hör verdammt nochmal so viel zu reden. Oder jedenfalls so schnell. Das Problem da ist, ihr wisst ja, dass ich das wahrscheinlich so erstmal nicht machen kann, einfach aus dem Grund. Die Emulationsfehler machen es ziemlich, Freunde, die Nuss kommen nicht zurück, wenn man den Spiegelschild benutzt. Das ist ja immerhin.
Bis dort, Freunde, ich mach's anders. Ich nehme mal schnell Pfeil und Bogen. Das ist leichter. So geht's doch hoch. So, Typi, du verkaufst mein Herz. Ne, ich bin jetzt von deinem Herz. Dankeschön. Für 10 Rubine, meine so ein gebundenes Schnäppchen. Damit haben wir nur noch 2 Herzteile offen und 2 Skulltulas. Also jetzt wäre es logischer, wenn ich jetzt erstmal das andere Herzteil hier auf der Steppe machen würde. Das ist nämlich oben links auf der Steppe. Habe ich auch noch nicht gemacht. Wow, ich fliege mal ein bisschen, Freunde. Wow, mal gucken, wie hoch kann man eigentlich fliegen jetzt, Freunde. Jetzt bin ich mal der cheatrige Austester hier. Oh, ich komme nicht mehr vorwärts, das ist schlecht. Ist der Emulator beschleunigt? Eigentlich schon. Ich bin gar nicht so schnell gerade, Freunde. Ist zwar ein bisschen scheiße, aber naja, das geht schon. Bam, bam. Warte mal, ich hab eine Idee, Freunde. Hehehe, passt mal auf. Einmal ein Bonuslied, um mal mein Pferdchen dazu holen. Und gerade passend zur Stimmung geht gerade. Oh, wie, du standst hier irgendwo am Zaun. Das ist aber unglaubwürdig, Freunde. Also, das ist ja jetzt aber nicht realistisch. Das ist doch grundsätzlich bei Zelda. Schwerter, die glitschen manchmal einfach so durch Wände und irgendwie sowas, ne? Oder dass Wände, die explodierbar sind, anders klingen als die normalen Wände. Na klar, ist doch logisch, ne? Oh, ich lese gerade, was kommt. Oh, das ist cool. Da freue ich mich drauf. Huch, spiel das mal ab langsam. Hallo? Na, Freunde, wartet mal. Ich drück mal Play. Na? Ah, genau, die Talhöhe, genau, ist links Awakening. So, aber wo ist denn das hier? In eins der Bäume? Ich glaube, der da, der Einzelne. Ja. Ach, mein armes Pferdchen muss nochmal richtig geschundet werden hier, kurz bevor das Spiel zu Ende ist, Freunde, weil wir sind bald durch. 100%, wenn du denn so willst. Bam, bada, bam, bada, genau, das ist, Freunde. Swoot. Tschüssi, Pferdchen, bis gleich. So, und hier muss man nämlich ein bisschen nach unten. Tauchen oder mit Schuhe, ist egal. Ich glaube, die Schuhe hat man eher als das Tauchkram-Dingensen. Ah, Freunde, das vorletzte Herzteil. Oh Mann, wie geil. So, Swoot, ich glitsch mich mal mit den Schuhen hoch. Das sieht total unnatürlich aus mit den fetten Schuhen da richtig schön so Bams und so. 8-Bit-Power. Ah, das ist auch so extrem episch. So, Freunde, und jetzt muss ich bloß noch zum Gerudo-Tal. Und in der Gerudo-Festung ist dann auch unser letztes Herzteil. Oben drauf, manche wissen jetzt schon, welches Herzteil ich meine. Eins habe ich ja direkt während des Let's Plays eingesammelt. Und alle, die jetzt nur Skulltulas oder Herzteile suchen, ich glaube, dafür müsst ihr dann bei den Skulltulas doch das ganze Let's Play sehen. Weil da habe ich ja bloß den Rest vom Let's Play übrig nicht gemacht, eingesammelt. Herzteile sind es allerdings alle. Da könnt ihr euch eine gute Komplettlösung Orientierung machen. Und ich denke mal, wären dann auch so mit den Herzcontainern, wenn ich die jetzt auch noch einsammelt, so, denk mal, knappe 6 Parts. Endlich könnte ich auch jetzt einfach eine Überlänge machen, damit ich das jetzt noch so absolvieren kann. Das wäre natürlich auch sehr gut möglich. Und scheiße, es ist gerade... Nein, es wird morgen, verdammt. Das ist gerade nicht so schön. Ich brauche das Kulturlis, Mann. Die wollen mich ärgern. Das ist doch Mist. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo sind die überhaupt? War nicht hier irgendwo eine Skulltula? Erstmal den Faken, den brauche ich mal eben ganz schnell. Irgendwo hier, Freunde, ich mach mal ganz kurz wieder Nacht, weil das brauche ich, um die Skulpturas ja zu sehen. Ja, was für ein bescheuerter Hinweis, als ob ihr das nicht wüsstet. Mach mich ja gerade voll zum Affen. Aber machen wir jetzt das in Let's Plays nicht immer. So, da ist er. Da, 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 Skulltuli Nummer 99, das ist doch voll episch, Mann. Na, eigentlich müsste man 101 Skulltulas haben. Das wäre voll so die Andeutung auf 101 Dalmatiner. Ja, das ist krass. So, Freunde, jetzt würdet ihr sagen, hey, hier ist da was eingesperrt und so. Nee, das ist es aber nicht. Da oben ist die Skulptur. Aber ich dachte immer, die ist immer in dem Steinkreis drin. Ist aber ein dicker Fail. Skulltula Nummer 100. Wie cool. Wir haben alle, Freunde. Ein Herzteil fehlt bloß noch. Der hat 12 Herzen und den Rest hole ich dann, wie gesagt, in Form von Herzcontainern. Aber ich will noch gucken, was hier hinter ist. Ah, Kiste. Mit Geld nehme ich mal an. Was soll hier sonst drin sein? Bestimmt kein Schlüssel. Dö, oh, ich liebe es. Oh. Da, 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 da. Ah, schön aus Skyward Sword. Die hintere Wüste, das letzte Wüstengebiet, nicht das erste und so. So, muss man das letzte Herzteil, Freunde. Dann sind wir wirklich durch.
Also fast durch, es fehlen natürlich nur die 8 Herzcontainer. Wir dürfen uns frei bewegen und ich weiß, man kann da auch einen Weg hoch machen, aber da habe ich jetzt einfach gar keinen Bock drauf gerade. Wisst ihr was, Freunde? Ich bin mal jetzt ein bisschen ruhiger, dann könnt ihr mal dem Soundtrack lauschen, weil ich finde den so übergeil. Kann ich mal schön lauter machen für euch. So. Ich glaube, ich kann gar nicht ruhig sein. Es ist mir angeboren, einfach nicht die Klappe halten zu können. Oh yeah, das letzte Herzteil, Freunde. Damit haben wir jetzt wirklich alle Herzteile und alle Skulpturas des Spiels. Und jetzt mal ganz ruhig, während ihr denn den Soundtrack lauschen könnt. Hier war auch noch Geld, oder? War das hier drin? Irgendwo hier war Geld. Ich weiß es. Ah, genau, hier ist Geld drin, Freunde. Wollte ich euch mal zeigen. So nebenbei. So, ich fange jetzt einfach mal beim Waldtempel an und sammle da mal mein erstes Herzteil, so rein chronologisch. Ihr merkt schon, ich habe da so einen sehr starken Anhang für sehr schöne Soundtracks und so, also ich bin da wirklich jemand, der hört da ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich höre manchmal mehr auf Handy, also so über Handy und Kopfhörer höre ich manchmal mehr normale Soundtracks als irgendwelche anderen Lieder aus den Charts oder so. Das ist halt das Verrückte an uns Gamern, weil wir sind einfach cool. Wir hören Scheiß, den kein anderer hört, das ist einfach individuell und ich mag das.